Wir können allein von Lyrik nicht leben. Ihr aber schrien sie zu, schrien, streuten Blumen, rannten die Dämme ein. Mama, ist denn tot, schmeckt ihr gut, schmeckt nach Fisch, schmeckt nach Meer. Rotkreuzwagen ekeln mich an, dahinter die Putzfrauen, die leeren Büros. 12 weiße Jungfrauen an Kreons Grab. Sie ist ja eigentlich für mich auch eine Schriftstellerin, die viel zu kurz kommt. Und das merkt man ja auch bei Mama ist denn tot. Diese ganzen Monogramme, ihre Gedichte, es hat sehr viel mit Tod zu tun. Es hat sie sehr beschäftigt. Und diese Beschäftigung mit dem Tod, das ist auch die Ausgrabung des Volkes, das ja nicht mehr existiert. Sie hat ja nun mal auch Zweiten Weltkrieg als 14-Jährige erlebt, also so die pubertäre junges Mädchen, die hat also auch sehr viel Leid gesehen. Diese Monogramme, die 65 beim Surkamp Verlag erschienen sind. Aber dann war sie verzweifelt, weil sie nicht mal ihren eigenen Namen benutzen durfte. Eigentlich sollte sie einen Männernamen aussuchen. Und dann konnte sie das A dranhängen, um Frau zu bleiben. Und das sagt ja schon viel aus, wie schwierig es war für Frauen in der Zeit, Kunst zu machen. Und ist dann einfach mit strubbeligen Haaren, so habe ich sie noch in Erinnerung, mit Pfennigabsätzen und einer Reiseschreibmaschine verschwunden. Formentera war für sie eine wichtige Station. Formentera, eine der Inseln der Balearen. Was bedeutet Formentera für Sie im Rückblick? Also, das war ein riesiger Riss durch mein Leben. Jedenfalls war es eine Trennung, eine völlige Kappung eines Lebens in ein anderes. Dieser Ort war für meine Mutter später für ihre Kunst und für ihre überhaupt ihre Entwicklung ganz, ganz wichtig. Sie waren eine Variation zu den großen gerasterten Dingen, ein Ausprobieren der Möglichkeiten, wie man mit dem Raster arbeitet und trotzdem das Raster verschwinden lässt. Also Martina war sehr mutig. Sie hat auch Bilder gegen den Strich gemalt. Das sieht man bei diesen auch manchmal sozusagen fast laienhaft, lakonisch, wie sie ihre Farben anlegt und dann wieder in größter Raffinesse. Und also es gab eben auch ein Verstehen, was also ohne Worte geschah. Und das lag in der Kunst selber. Die Wirklichkeit war so präsent für die, kurz nach dem Krieg gelebt haben, dass sie sich dann fast geflüchtet haben in die Moderne, nicht? Also um auch den Anschluss, den geistigen Anschluss wieder zu bekommen, von was international weiterlief. Wir waren natürlich, also mit einem Wort kann man sagen, natürlich anti-autoritär, das ist klar. Wir waren gegen die Autoritäten, auch gegen die Autoritäten der Kunst vielleicht. Oh.
In den Gärten Rom wird Wildwuchs nicht geduldet. In den Gärten Rom wird Wildwuchs nicht geduldet. Wird Wildwuchs nicht geduldet. In den Gärten Rom wird Wildwuchs nicht geduldet. Ich erreichte Rom, um die Römer zu ehren, und fand Leichen von Eidechsen, Blau, der Feuersalamander und so weiter. Wie sie damit plötzlich umgeht und ganz bewusst ritualisiert hat auf dem Hintergrund einer Erzählung. Das spielt bei ihr ja immer wieder eine Rolle. Das ist ein literarischer Hintergrund als Ausgangspunkt oder Endpunkt der Performances oder auch der Räume bringt. Davon ausgehend dann das gesamte Umfeld mit bearbeitet. Und das ist bei der Gesamtaktion in Worpswede hervorragend gelungen. So webt sich im Grunde genommen ihre gesamte künstlerische Tätigkeit immer wieder um diese Frage, was ist künstlerisches Arbeiten, was ist Vertiefung in andere Gedankenebenen, in andere Möglichkeiten des Interpretierens einer Welt und was ist Realität und was sagt uns, wenn das aufeinander trifft. Dahinter die Putzfrauen, die leeren Büros haben. Und weiße Jungfrauen.